verbinden Sie jetzt mit einem Kundendienstmitarbeiter. Ja, wunderschönen Tag, mein Name ist Boris. Ich hätte mal eine folgende Frage, und zwar geht es darum, ich habe ja keine Freunde leider und ich suche jemanden, um Money Glitches zu machen. Gibt es denn dort von dem Support von Rockstar jemanden, der mir dabei behilflich sein könnte als Mitspieler? Also Glitches sind nicht erlaubt. Money Glitches, da können wir eben nicht weiterhelfen, und an sich, wenn sie sonst irgendwie Freunde suchen oder so, würden wir sie an Forum weiterleiten, da können sie vielleicht andere Spieler finden, die Heilfunktion mit jemandem machen müssen. Die sind nicht so nett, da die habe ich so kennengelernt, aber die waren nicht so nett. Aber warum ist es denn generell denn Glitches auf YouTube überhaupt zum Beispiel sowas wie hochladen, darf man das überhaupt denn? Denn ich suche... Ich suche ja generell, wie schon mitgeteilt, einen weiteren Spieler, und ich finde einfach keinen, ich habe keine Freunde. Nein, aber was, und zwar möchte ich gerne Videos aufnehmen, sowas wie Money Glitches, und die dann auf YouTube hochladen. Deswegen suche ich einen weiteren Spieler, aber ich habe keine Freunde, und da wollte ich über Rockstar informieren, ob jemand da mir behilflich sein könnte. Wie gesagt, sind Sie an der falschen Adresse, weil Money Glitches nicht erlaubt sind. Wie? Kann ich auch gerne von unseren Richtlinien zukommen lassen. Wie ist das nicht erlaubt? Erlaubt. Ja, aber es gibt doch so viele Money Glitches auf YouTube. Ich dachte, das wäre alles erlaubt. Und dann dachte ich, so rufe ich bei Rockstar an. Weil ich habe gedacht, am Anfang, bei Rockstar sitzen anscheinend jemand vom Support, die auch dann die YouTuber unterstützen, mit denen die Money Glitches zusammenführen. Und weil ich so viele Money Glitches auf YouTube sehe. Und deswegen dachte ich, frage ich mal auch bei Rockstar nach, ob die mir behilflich sein könnten. Nee, das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt natürlich immer Spieler, die nutzen Mods und Glitches aus. Die verschaffen sich darüber einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen Spielern. Das ist deswegen auch nicht erlaubt. Wie gesagt, ich kann Ihnen gerne die Richtlinien zukommen lassen. Nee, die sind nicht interessant für mich. Ich glaube, da werde ich mich so nicht dran halten. Trotzdem, Dankeschön. War ein sehr nettes Gespräch. Ich bedanke mich herzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Haben Sie sonst noch Fragen? Nee, das war's schon. Danke. Tschüss. Das war aber wenigstens eine sehr nette Mitarbeiterin, würde ich mal sagen. Nee, ich habe gedacht, man könnte mal vielleicht eventuell jemanden bei Rockstar finden, mit dem man den Money Glitch machen könnte. Und ich habe ja leider keine Freunde. Und dann dachte ich, ruf ich doch bei Rockstar mal an und frag mal jemand vom Support, ob der mich unterstützen könnte. Aber es ist leider nicht der Fall. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock habt auf mehr Pranks oder ein paar Telefonatgespräche, Verarsche oder sowas, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Euer Onkel Zock, haut rein.